Freunde, ich bin's wieder, euer Tommy Wobbly und willkommen zu einem neuen Video. Heute entkomme von dem bösen Hund. Diesen Hund, den ihr da seht, kommt euch der irgendwo bekannt vor? Genau, der ist von diesem ein Smartphone-Game, Talking Ben. Aber wir müssen versuchen heute von diesem Hund zu entkommen, Freunde. Denn wenn er uns zu nahe kommt, wenn er uns bemerkt, dann wird er uns bestimmt auffressen, Freunde. Freunde, bevor das Video losgeht, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und aktiviert natürlich die Glocke, um kein Video von mir mehr zu verpassen, Freunde. Ich würde sagen, starten wir los. Hier ist ein Mülleimer, aber da ist tatsächlich nichts drin. Springen wir erstmal auf die Couch und dann gehen wir auf diese Lehne und dann komm hier hoch, zack. Aber wir müssen diese Vase umstoßen. Ups, hat uns bemerkt. Nee, der schläft so tief wie ein Stein. Okay, dann gehen wir mal auf diesen Knopf. Und dieser Knopf hat das Tor geöffnet. Okay, jetzt können wir auch tatsächlich hier rausgehen. Am schnarchenden, schlafenden Hund. Okay, was ist das denn, bitteschön? Der hat hier einfach eine komplette Fabrik aufgebaut. Was könnte das da unten sein? Ist es etwa Himbeerwasser? Oder Wassermelonenwasser? Leute, was kann das denn sein? Das sieht auf jeden Fall lecker aus irgendwie. Egal, Freunde, gehen wir mal auf diese fallenden Plattformen, die für uns hier irgendwie ausgelegt sind. Und rutschen diese coole Seilbahn hier runter. Die fand ich immer richtig cool in Cartoon-Serien, wenn die irgendwie sowas gehabt hatten, die so eine Art Seilbahn. Ich fand die schon immer richtig cool. Gut, dass wir das hier machen durften, Freunde. Wir müssen jetzt auf jeden Fall versuchen, diesen Kabeln oder was auch immer das ist, auszuweichen. Die sehen auf jeden Fall radioaktiv aus. Aua! Okay, das hat jetzt doch nicht so gut getan. Wir dürfen die hier nicht drauf fallen. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall drauf fallen. Puh. Wir sind auf tatsächlich ein paar Bilder, wo Tom und seine Familie ist. Und Talking Tom mit Talking Ben da ganz vorne. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber der Hund führt auf jeden Fall was im Schilde, Freunde. Deswegen müssen wir auch von ihm entkommen. So, kommen wir zum nächsten Obstacle. Wir haben hier vier Bretter und müssen erst... Wir drücken einfach mal diese Taste hier und gucken, was passiert. Und es ist einfach nichts passiert. Egal, dann nehmen wir diese Bretter und droppen die hier, um eine Brücke zu bauen, Freunde. Wer meine vorherigen Videos geguckt hat, der weiß, dass wir das schon mal gemacht hatten bei der anderen Obby. Aber dass wir auch so stark sind und unsere Macht einfach dieses Brett zu halten. Weil wir haben es irgendwie gar nicht in der Hand. Droppen wir das hier Stück für Stück und bauen uns unseren Weg auf. Das war das zweite Brett. Okay, da ganz oben sehen wir noch den Ben bei der Arbeit, den Hund bei der Arbeit. Der ist auf jeden Fall Bauarbeiter oder Bauleiter. Ist auf jeden Fall ein interessanter Job. Ich finde Bauen eigentlich auch super interessant. Nur ist das Wissen, da muss man halt wissen, was man macht. Das ist also das Ding. Genau. Und dann droppen wir hier das hier. Wir brauchen nur noch das letzte Brett. Und dann kommen wir zum nächsten Obstacle. Und wir gehen jetzt zur letzten Säule. Oh, Freunde. Ich hätte eigentlich gar nicht einen Holzbalken mitnehmen müssen. Da war sogar was dazwischen. Oh mein Gott. Egal. Egal, Freunde. Legt er dann jetzt hier diese sehr sichere Leiter hoch, die immer so sicher ist. Wir dürfen auf gar keinen Fall runterschauen. Ne? Bisschen. Ja, nee. Wir dürfen nicht runterschauen. Nicht runterschauen. Dann gehen wir durch diesen Schacht hier. Wo führt uns dieser Schacht hin? Zu einem riesigen Raum. Und das Talking Tom? Warte mal, der ist gerade einfach umgefallen. Was ist da gerade passiert? Nein! Auf jeden Fall. Oh, ich muss hier hochgehen. Ich muss hier hochgehen, sonst sterbe ich. Du kriegst mich nicht. Okay, jetzt hat er uns irgendwie aus den Augen verloren. Können wir uns an ihm vorbeischleichen? Wir versuchen es. Okay, nee, er verfolgt uns wieder. Aber er ist nicht schneller als uns. Nein. Wir sind einfach schneller. Nein. Auf nach oben. Schnell. Den Pfeil entlang. Und hier rein. Oh, das ist diese Katze. Aber pro Katze und Hund, was ist eigentlich euer Lieblingshaustier? Schreit's gerne in die Kommentare, seid ihr eher so ein Hunde- oder so ein Katzenmensch? Ich bin tatsächlich ein Katzenmensch. Ich mag Katzen mehr. Aber wenn ihr Hunde, natürlich auch Hunde magt, ist das auch voll fein. Denn Hunde sind auch super süß. Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Freunde, ich habe hier ein Déjà-vu. Ich glaube, man hat hier irgendwas drücken müssen, oder? Ich habe, also irgendetwas habe ich vergessen. Irgendetwas muss da sein, was ich machen muss, dass der Schacht hier aufgeht. Ist ja eigentlich noch Talking Tom. Ist er hier noch irgendwo? Irgendwie ist er spurlos verschwunden. Das ist auf jeden Fall komisch. Oh, okay, nee, da ist er. Warte. Okay. Was müssen wir machen, Freunde? Ist hier irgendein Buch, was wir rausziehen müssen? Wie? Warte, was? Nein, er hat uns wieder entdeckt und ist wieder untergefallen. Oh mein Gott. Da ist der Knopf. Den Knopf müssen wir drücken. Schnell. Und zack. Und schnell zu dem Schacht, Freunde. Und hier rein. Genau. Und dann gehen wir hier übers Rohr. Alles easy peasy. Lemon squeezy, Freunde. Nicht nur der Hund will uns verfolgen, sondern auch der Kater. Warum, Leute? Warum muss uns alles immer verfolgen? Katzen sind doch süß. So, gehen wir hier weiter. Wir sind jetzt hier in der Art. Warte mal, ist das so ein Kind? Ist es etwa das Baby von Tom? Sieht aber auch ein bisschen bösartig aus mit den Augen. Das ist aber süß. Oh, mit seinem süßen Teddybär. Für die Wissenschaft. Was passiert, wenn wir hier runterspringen? Ne, wir sterben einfach. Wir sind einfach gestorben. Also das überleben wir auf gar keinen Fall. Das heißt, wir müssen hier direkt rüber und
über den Spielbereich springen. Zack. Das sind wir in ganz normal. Können wir eigentlich durchlaufen? Ja, wir können durchlaufen, aber auch direkt sterben. Und zack. Was befindet sich hinter dieser Tür? Noch ein weiterer Raum. Was läuft denn da? Einfach ein blauer Typ und ein roter Typ, wie sie sich einfach auf den Kopf schlagen. Was ist das für eine Kinderserie? Und Mr. Beast Teppich? Was? Was ist das denn bitte schön für ein Haus? Ich wusste gar nicht, dass Talking Ben Mr. Beast Fan ist. Was haben wir denn hier? Einfach ein Bild vom Hund, wie der im Krieg gewesen ist. Leute, der hat auf jeden Fall sehr viel durchgemacht, aber dass er dann uns so aus böse ist. Warum ist er so ein böses Beast, Freunde? Oh mein Gott, bin runtergefallen. Also das Baby hieß Lilly. Das war Lillys Zimmer, wo wir vorhin gewesen sind. Gehen wir mal über diese Rohre und dann in den Schacht rein. Ich hoffe, dass ganz normal aufgemacht werden kann und nicht durch einen Knopf aufgemacht werden muss, weil es schon ein langer Weg war. Und wir haben es natürlich geschafft, Freunde. Zack. Und wir gehen hier runter. Dann haben wir hier noch ein bisschen Plattforming. Zack, zack, zack. Ist aber auch alles normal in einem Haus zu haben. Das hat doch jeder im Haus, Freunde. Das hat doch bestimmt jeder im Haus. Ist nur bestimmt komplett versteckt. Nein, Freunde. Sowas gibt es in keinem Haus. Also was hat sich denn der Ben hier, der Hund, denn alles ausgedacht? Also das braucht man doch nicht. Es sei denn, er führt irgendwelche bösen Pläne aus, Freunde. Und die müssen wir natürlich verhindern. Zack. Gehen wir hier hoch. So, dann gehen wir hier um die Ecke und auf die Pfosten hier. Und von dort aus auf die Rohre und fallen runter. Nein, oh mein Gott. Nein, Freunde, nein. Und zack, jetzt haben wir den Ventilator aktiviert und springen drüber. Zack, alles easy, Freunde, alles easy. Dann gehe ich hier zum nächsten Raum. Mal gucken, was uns erwartet. Okay, ist irgendwie ein süßes Pokémon-Bild. Okay, dann haben wir hier wieder so Plattformen und dann müssen wir versuchen, uns darüber zu bahnen. Wie bei dem einmal, wo wir bei den Säulen gewesen sind. So, und die zweite Plattform. Warte mal, wer ist eigentlich da unten? Wer ist das da unten? Leute, könnt ihr mir sagen, wer es unten ist? Ich glaube, das ist auch irgend so ein Talking Character. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wie der heißt. Ich kenne auf jeden Fall Talking Tom und Talking Ben. Der schaut sich gerade einfach eine Tierdoku an. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. So, gehen wir weiter. Was hat er denn noch für böse Räume für uns vorbereitet, Leute? Der tüftelt echt wirklich irre Sachen aus. Okay, da ist er auch schon. Da ist er. Da ist er. Hat einen Hammer in der Hand. Das heißt, oh mein Gott, er will uns verfolgen. So knapp hinter uns. Okay, wir sind gestorben. Freunde, er ist aber auch so nah dran an uns. Nein, okay, wir haben schon den Knopf gedrückt. Jetzt müssen wir hier hochgehen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und jo, jetzt kann er uns nicht bekommen. Oh mein Gott. Das war schon intens, Leute. Jetzt arbeitet er. Was war der denn? Schmiede. Er hat etwa Waffen? Ist das etwa ein Waffenlager? Schmiede er sich da etwa eine Axt zusammen? Freunde, was ist der denn für ein Psychopath? Was ist mit ihm los? Welche Pläne hat er denn? Wir müssen hier raus. Wir müssen hier einfach nur raus, Freunde. Wir müssen einfach nur raus hier. Wow. Oh mein Gott. Nein, wir fallen die Treppe runter. Ah, das hat weh getan. Aua. Warte mal, was ist das denn? Drücken wir mal den Knopf. Was ist das denn? Gefahr, gehe ich hier nicht rein. Oh mein Gott, nein, nein. Die haben hier Stromgefahr, Leute. Wirklich irgend so ein geheimes Labor oder irgendwie. Der Typ wird bestimmt irgendwas aus. So, Warnung, Freunde. Wir haben keine andere Wahl, es reinzugehen. Gehen wir hier hoch. Wir werden gewarnt, Freunde, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier nämlich rübergehen. Und durch diesen Schacht. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Oder haben wir das? Leute. Leute, meine These hat sich bestätigt. Es ist wirklich ein Labor. Was ist das denn für eine Energiekugel? Leute, was ist das denn, bitteschön? Was geht denn hier ab? Was ist denn hier in den Tank drin? Oh mein Gott, Freunde. Ich habe so viele Fragen. Wir müssen auf jeden Fall hier rausgehen und so schnell wie möglich das der Polizei berichten. Das kann doch nicht sein, Freunde. Das kann doch nicht sein. Was sehen wir denn hier? Okay, jetzt haben wir hier wieder Milch. Was macht denn Milch mit uns? Meine Füße brennen. Was? Ich bin doch einmal so schnell. Ich kann nicht aufhören zu rennen. Wow, Freunde. Oh mein Gott. Alter, das ist so schnell. Das ist so schnell. Wow. Wow, meine Füße brennen. Oh, meine Füße brennen. Oh mein Gott. Sie brennen aber ein bisschen zu sehr. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Ist das hier etwa... Ich glaube, das ist keine gute Substanz. Aber es tut uns zumindest nichts. Ja. Gut, dann müssen wir hier hoch. Okay, und dann gucken wir mal, ob wir endlich es schaffen, loszukommen. Was ist denn hier? Okay, wir stehen da oben. Was erwartet uns als nächstes, Leute? Seid gespannt, bleibt gespannt. Wir drücken den Knopf. Und wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind jetzt tatsächlich hier draußen gelandet. Ist es etwa der große Bund-Mecker? Der große Ben-Mecker? Leute, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Und wir müssen den mit dem Robo-Dog 9000 zerstören. Zack!
Das ist aber sehr langsam. Ich hoffe, der zertritt uns nicht. Ich glaube, der will uns doch zertreten. Der will uns zertreten. Nein, 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 das wollen wir nicht. Bereiten wir ihm endlich ein Ende. Das reicht ein für alle Mal. Ich werde dich besiegen, Robodog. Ich werde dich besiegen. Freunde, wir haben es einfach geschafft. Wir haben Robodog besiegt. Und wir sind entkommen. Ja, endlich. Jawohl. Wir sind dem Hund entkommen. Dem richtig bösen Hund. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, um natürlich kein Video mehr von mir zu verpassen, Freunde. Wenn ihr natürlich mehr von so einer Art Content sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ich bin es, euer Tommy Wobbly. Ich gehe jetzt in dieses dubiose Portal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.